Es war einmal in einem Land namens Phantasien. Dort lebte ein kleines, kluges Mädchen, das es unglaublich liebte, mit mir schätzen. Sie las viele, viele verschiedene Geschichten. Geschichten über Prinzessinnen von fernen Welten und von wunderschönen Orten. Geschichten über Träume von berühmten Menschen und Geschichten voller Fantasie. Am meisten aber liebte sie eine ganz besondere Geschichte. Schaut nur her, denn diese Geschichte handelt von einem Jungen und seinem Weg zum großen Glück. Sein Name war Chan. All dies geschah vor sehr langer Zeit im fernen China. Eines schönen Tages, an einem Tag wie fast jeder andere, erhielt der Junge einen Brief mit einer Nachricht. Ein großer weißer Vogel war über die ganze weite Welt geflogen und hatte an jedem Fenster Halt gemacht, nur um den richtigen Jungen zu finden. Nach einem sehr langen Flug in vielen Fenstern fand er schließlich in China. Er legte Chang seinen Brief in die Hand, zwitscherte kurz und flog zurück in den weiten Himmel. Chang nahm den Umschlag und sah, dass darauf ein Herz gemalt war. Was konnte das wohl bedeuten? Chang wurde ganz nachdenklich und im nächsten Moment erkannte er, wie wichtig die Mission sein musste, die ihn hier erwartete. Und so machte er sich bereit für viele Abenteuer. Schon bald machte er sich auf den Weg und zog hinaus in die Welt. So kam er auf eine Straße, die ins Unbekannte führte. Mit frohem Herzen zog er ins Land, unter den Strahlen des Sonnenscheins bis in die fernen hohen Berge. Die Hoffnung begleitete ihn auf seiner Wanderung und je weiter er lief, umso mehr Kraft sammelte er. Tag für Tag kam er ein kleines Stückchen näher an sein Ziel. Als er endlich ganz weit in der Ferne eine große, wunderschöne Burg sah, schlug sein Herz ganz wild in seiner Brust. Das musste der Ort sein, an dem ihn sein Schicksal führen wollte. Er wusste, eine Legende erzählt, dass es im Herzen einer prächtigen Burg einen großen Raum gab, der mit goldenen Ornamenten geschmückt war und in dem eine schöne Prinzessin eingeschlossen war. Aber die Schönheit dieses Raumes konnte das Mädchen nicht trösten in seiner Traurigkeit. Sie war so unendlich traurig, weil sie einsam und alleine war. Und so schrieb sie einen Brief und bat einen weißen Vogel, den Brief hinaus in die Welt zu tragen, zum tapferen und klugen Jungen. Doch vor der Burg gab es einen großen, fürchterlichen Drachen, der das Mädchen bewachte und niemanden in seine Nähe ließ. So hatte seit unendlich langer Zeit niemand mehr das Mädchen gesehen und sie war einsam geworden. Nichts wünschte sie sich so sehr wie ihre Freiheit an der Seite ihres Retters. Nur derjenige, der den Drachen besiegen konnte, sollte das Herz des Mädchens für sich gewinnen. Da stand nun Chang vor dem riesigen Drachen. Wenn Chang die Prinzessin aus ihrer Einsamkeit retten wollte, dann musste er kämpfen. Er zückte sein Schwert und schlug dem Drachen auf seinen Schwanz. Der große Drache war stark, viel stärker als der junge Held. Aber Chang gab nicht auf. Und als ihn seine Kräfte verlassen wollten, erfüllte ihn der Gedanke an die Errettung des Mädchens und an ihre Aufgabe mit ihm zu. Und so kämpfte er tapfer weiter, bis die Sonne unterging und er den Drachen endlich besiegte. Dann ging Chang in die Burg hinein und in das Zimmer mit den
goldenen Ornamenten, wo er schließlich die Prinzessin fand. Sie war wirklich das schönste Mädchen der Welt. Worte reichten nicht aus, um ihre Schönheit zu beschreiben. Das Haar floss sanft hinab auf ihre Schultern und ihre Locken waren mit Blumen geschmückt. Es war magisch. Sie sah den Jungen mit ihren schönen Mandelaugen an. Chang lächelte und sie streckte ihre Hände nach ihrem Retter aus. Sie nahm sich bei den Händen und ging zusammen hinaus in den Sonnenuntergang. So leben sie in Harmonie und bis zum heutigen Tag ist ihre große Liebe nicht erloschen. Und an jedem Abend bei Sonnenuntergang gehen sie hinaus, nehmen sich bei der Hand und sehen einander lächelnd an.